Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Und ja, ihr habt schon gesehen, wir spielen Cops vs. Racers in der International Edition. Ja, wir haben ja bereits schon mal die Dubai Edition gemacht und da haben wir uns hier schon einen Gast aus Abu Dhabi eingeladen. Und die sind beide natürlich auch heute wieder dabei in Form vom Lycan Hypersport und vom Aventador. Aber wir haben noch weitere internationale Verstärkung diesmal mit am Start. Unter anderem haben wir hier einen Australier, wie es sich gehört, am Start. Wir haben die netten Amerikaner mit dabei und wir haben eine kleine alte Polizeilegende mit dabei, nämlich einen Nissan Skyline GTR aus dem schönen Japan. Wir werden noch eine zweite Runde spielen, da werden wir dann die europäischen Polizisten so ein bisschen sehen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Wir haben auch die Gegner entsprechend ungefähr wieder ausgewählt, wie schon bei der Dubai-Version. Natürlich kann jeder Cop auch jedes Fahrzeug jagen, klar. Also es ist nicht, dass das Counterpart nur das Counterpart jagen darf, aber halt, dass es ungefähr gleich verteilt ist. Das heißt, wir haben einmal hier Noble am Start, wir haben Ford GT am Start, wir haben den Ford Falcon am Start, wir haben den Cadillac CTS-V und wir haben noch eine wunderschöne pinke Supra. Wir haben zwei pinke Fahrzeuge. Also, Handsome Huber, ich finde es echt nicht cool, dass du dich jetzt klonst, ja? Also, das muss ich mal sagen. Ja, aber hier auch mal die ganzen Namen nochmal. Die sind wahrscheinlich unten eh schon durchgelaufen, aber ich sag's nochmal. Hallo an As Kotura, an Domme, an Eragos, an Handsome Huber, an Higi, an Kerni, an Moritz, an Murmel, an Prüferkurdel, an Renegade und den Real R7. Grüßt euch! Hallo! Servus! Hallo! Grüße! Obi, Thierry! So, wir haben den Rage-Modus auch am Start, ja. Das finde ich lustig. Oder Rage. Rage-Mode. Wird wieder viel geraged. Irgendwie liest sich das irgendwie Rage-Mode. Egal. Rage-Mode, ja. Genau, wir sind, ihr merkt schon, das sind 10 Fahrzeuge, aber irgendwie sind wir 12 Leute in der Liste. Wir haben wieder die Passanten mit dabei. Also das heißt, Leute, also der hier zum Beispiel, der Matze, der hier fährt, vielleicht ist es einer von uns, man weiß es nicht. Ja, die fahren schon durch die Gegend. Wir wissen als Cop, oder die Cops besser gesagt, wissen nicht, wer denn aktuell der Passant ist oder was sie sind. Die sind sozusagen die Joker. Das werden wir dann in der zweiten Runde auch haben. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mehr so viel Zeit. Wir spielen zweimal 20 Minuten. Wir wechseln natürlich dann auch wieder aus. Ich werde jetzt am Anfang im Ford GT unterwegs sein. Später werde ich dann in einer europäischen Cop-Karre unterwegs sein. Welche das sein wird, werdet ihr dann noch sehen. Ansonsten, die Regeln sollten eigentlich aus den alten Folgenformaten, wie auch immer, bekannt sein. Ansonsten einfach Folge gucken, das erklärt sich dann mehr oder weniger von selbst. Ich würde sagen, wir haben wieder eine Minute Zeit. Und zwar ab jetzt schon mal vorauszufahren. Am besten uns nicht gegenseitig in die Karre fahren, denn wir haben Schaden an. Und dann sage ich in einer knappen Minute, oh, da haben wir schon wieder Streifen in der Luft. Knapp in einer Minute, wann die Cops loslegen können. Ich darf nur die Zeit nicht außer Acht lassen. So, Server's Paradise ist wieder the Ground, ja, wo die illegalen Racer unterwegs sind, beziehungsweise die Passanten sind ja nicht so illegal, beziehungsweise nicht so racerhaft, sie sind halt einfach nur streng kriminell. Mafia, die mit ihren Abarts durch die Gegend büßt oder so. Weiß ich nicht. Bin ich eigentlich der Einzige, der rechts den Lenker hat? Von den Cops, ja. Nee, halt, der App in reicht nicht. Ich meine, in Australien wird es ja auch. Mein Game ist gecrashed. Dann ganz schnell nachjoinen. Der Avatar sieht gerade echt lustig aus. Also falls nochmal zur Ausführung, wer das nicht so ganz mitbekommen hat, also wir haben den Lycan Hypersport am Start, den Aventador bei den Cops, wir haben den HSV GTS, den Dodge Charger SRT Hellcat und den R34 ist auch mit am Stissel. Die Cops dürfen jetzt übrigens loslegen. Und eben bei den Urban Racer hat man es schon gerade gesehen. Ich habe gerade mein Auto kaputt gemacht. Nee, doch nicht. Ob wir Cockpit oder Third Person Perspektive fahren, ist egal, ne? Das ist egal, ihr dürft auch den Scheibenwischer bei dem schlechten Wetter anmachen. Ich hab den! Ich hab den ersten Arbeit, glaube ich. Oh. Nein. Oder? Mein Auto rutscht ohne Ende. Ja, kann mir nochmal schnell jemand einladen? Mein Auto rutscht. Warte. Der Nobel. Nein, lass den, der blinkt. Das ist der. Das schief, ja, vielleicht wieder. Vielleicht hat er den Blink-Hack. So, als Tipp an die Cops natürlich, am besten ein bisschen miteinander absprechen, dann könnt ihr am ehesten was erreichen und so weiter ist und so fort. Ist nur so, weil jetzt gerade ist der einer der schnellsten Cops mit dem langsamsten unterwegs. Oh, hi. Heißt doch. Ja, das müsst ihr mal gewesen. Ja, guck mal, wie der hier leckt, der HSV. Der leckt nur bei mir so. Der hat bei mir auch so geleckt, aber... Der HSV, ich hab nur 100k-Leitung, lol. Danke, Vodafone. Ich hab bis jetzt nur einen gesehen als Passant. Also ich könnte eigentlich auch
Hui! Ich glaube, ich muss in Zukunft in den nächsten Folgen mal echt eine Facecam machen, weil meine Ausdrücke hier werden den... Natürlich war das ja jetzt klar, dass sowas passieren muss. Ja, ich glaube, dass er sich im Schatten eines... Warte mal. ...verstecken muss. Ray, ich hab beim Festival, Ray nach links. Ja, meine Gesichtsausdrücke manchmal sind echt gut, weil der Lycan und der R34 sind gerade vorher voll schön an mir vorbei, aber natürlich musste ich in diesen dummen Holden reinknallen. Zum Glück nicht so schnell und zum Glück habe ich einen Motor hinten oder in der Mitte. An mir ist ganz am Anfang der pinke Noble vorbeigefahren. Ja, pink ist nicht unbedingt die beste Tarnfarbe. Ich hätte eigentlich grau nehmen sollen bei diesem schlechten Wetter heute. Ach Quatsch. Oh. Aber dafür gibt pink extra PS. Ja. Das stimmt allerdings. 1,24 extra PS. Da haben wir in der Wüstenfolge gesehen. 3000. Ja, wer lädt mich denn jetzt eben ganz schnell ein? Ey, warum hab ich einen Wegpunkt, hä? Ja, du bist immer noch nicht eingeladen worden, oder was? Nein, ne? Einer der Cops bitte ihn mal einladen, bitte. Weil wir Racer dürfen nicht anhalten. Ja, ich hab ihn nicht. Ich muss fahren, explodiert nicht. Das Auto. Ja, du kannst Oh lol! Irgendwas ist gerade passiert. Ich meine, bist du Racer oder bist du Cop? Bin Cop. Ja, dann würde ich den Cops nochmal mehr nachgeben. Ich hab ihn reinzuholen. Ich hab ihn eingeladen. Drift, drift, drift. La 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 la. Der HSV sieht mich nicht. La 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 la. Hey Mann, ich fühle mich hier die ganze Zeit gerade gemobbt, Mann. Recht so. Ja, Ami geht gut quer. Er wird schon zwei. Japaner und Mary geht nicht gut quer. Danke, gefühlt eine halbe Stunde an der Kreuzung. Verdammt. Ja. Oh, was fährt da vorne? Ein Auto. Ich bin nur gar nicht entdeckt. Ich hab auch noch keinen Kopf. Boah, der Lycan im Tunnel. Ich glaube, selbst die Racer entdecken euch nicht. Ich bin jetzt schon zweimal an Cops vorbeigefahren. Die haben mich auch alle beide gesehen, aber es verfolgt mich halt keine Sau. So, die beiden Pink Autos habe ich jetzt auch schon gesehen. Ja. Aber das waren die einzigen, die ich gesehen habe von den von wegen ist keine gute Tarnung. Voll die gute Tarnung. Ich hab noch nicht mal irgendeinen Racer gesehen. Hallo? Ich hab eingesehen, den Ford Falcon in dem Wohnung. Die haben ja einen Flügel, sag ich schon, einen Spiegel weggefahren, die Windschutzscheibe ist am Arsch, Parkglas muss hier arbeiten. Oh, Schleichwerbung. Lord, hallo, ich bleibe gerade in der Bank. Das ist doch blöd, was machst du? Ich bin mitten auf der Bank, Mann. Nicht festsetzen. Das kann man jetzt nicht sagen, ich will dich eigentlich wegdrücken, aber irgendwie ist der Allrad dann doch ein bisschen hier, hallo. Ja, also ist... Bisschen guter Kopf, also für so Kopfdurchsagen finde ich schon nicht gut. Hey, hallo, du Racer. Hier, hallo. Du bist so gut wie ich. Also, halt Racer an, auf dem Weg zum Tunnel. Nicht auf dem Radweg fahren, das ist illegal. Wie? Wo ist das? Ich muss die Bank gerade hängen, Mann. Ich kann nichts machen. Oh Gott! Racer im Tunnel. Oh Gott! Ich würde mich immer wundern, ob die... Ich würde mich wundern, ob man mit der Isetta auf dem Radweg fahren darf. Ich wundere, dass ich noch keinen unseres pinken Duos gesehen habe. Du bist doch eigentlich von der. Oh nein! Ich hab beide schon gesehen. Also, ich hab beide schon gesehen. Ich verfolge sie. Also, für die Racer, die raus sind, bitte auf dem Parkplatz schreien. Und so, wie ist das? Ray, wie viel Dauer hat jetzt eigentlich vorne? Oh, Alter, diese dummen, unsichtbaren Kanten, die kotzen mich so an. Leute, wenn ihr einen Racer seht, sagt das bitte. Ja. Ich will also ja, ich hab einen gesehen. Ich hab einen Racer. Blöder Jahr. Ich hab grad einen Lambo. In Richtung Bahnschienen. Bin ich eigentlich schon wieder am meisten in der Innenstadt? Echt zum Kotzen, ey. Ford GP in der Innenstadt, ey, was? Oh Gott, was war das? In der Innenstadt beim Festival ist ein Racer. Das war natürlich Ich hab nichts gesehen. Der fährt noch. Der fährt noch. Noch fährt er. Ich hab halt alles kaputt, bis auf Motor. Alter, ich bin. Oh, hier, da kommt meine Unterstützung. Hinterher ist es so am Arsch. Ich hab auf dem Weg. Der hält ja gar nichts aus, Leute. Manu, meiner auch. Mein Motor ist noch heile. Ich habe jetzt den Noble zweimal gesehen und die Supra. Die zwei pinken Autos, ey. Die haben sich gerade gegenseitig getötet. Bahnschiene ist einer. Ja, aber Bahnschiene verfolgt mich gerade zwei Kopfstand. Wieso sehe ich nur Polizisten aus meinem... Recht so. Ich habe immer noch volle Motorleistung. Ich hab keine Motorleistung mehr, aber bei mir ist eigentlich alles kaputt außer dem Motor. Ja, so ist bei mir irgendwie zu stellen auch schon.
20% Motor und sonst alles fast schon 100%. Ey. Hab ihn. Komm schnell hast hier. Hast du gar nicht. Meine Reifen sind fast am meisten kaputt, weil so nach. Ist schon einer eigentlich raus? Ja. Ich werde gerade ziemlich hart hergewirkelt. Boah, das heißt gerade eben, dass der stehen geblieben ist. Wer fährt denn den Aventador? Ich fahr den Aventador. Hast du mich gerade gesehen? Ja, ich hab dich auch gesehen, aber ich hab keine Zeit. Ich bin hinter einem anderen her. Gerade eben auch. Oh, meine Bremsen, glaube ich, der hier. Also schalten will meiner Nemme. Ja, für meine auch nicht. Bremsen ist auch nicht. Ich hab gerade eben einen Dreierpack vom Kopf an mir vorbeifliegen gesehen. Das war doch gerade ein Spiel, das war doch gerade ein KI. Da ist gerade was Pinkes vom Festival Richtung unteres Ende gefahren. Boah, der mit einer Richtung Süden. Das muss es sein. Das war's. Auf dem Weg. Oh, ja. Oh, noch was Pinkes. Das war's. Och, Menno. Alter, Mann, ich bin in deinem Team. Der Felgen ist raus. Richtung Süden auf der Punktnamenstraße. Lauf, Mann. Oh, jetzt haben wir schönes Wetter, jetzt hab ich endlich mal Grip. Ja. Ich auch. Gibt's eine Ballerie unter der Polizei? Hey, ich glaub's nicht. Grip, was ist das? Aventador, bitte warte. Das sind diese Rennen mit Schotter und so. Alter, ich muss im vierten Rennen bleiben. Dabei, da hab ich keine Leistung mehr. Das ist was Pinke. Nein. Das ist Pinke, ist der Noble im Tunnel. Richtung Autobahn. Wenn da der Holden ist, Wolken. Ach, zum Glück. Boah, wie lange der zum Schaffen braucht man. Schon wieder der Rex Holden in der Nähe. Ja, aber von mir. Manu bei Supra auch. Ja, Ray bei. Keine Ahnung. Renn. Bei Kreisverkehr ist der Ray. Ray bei Kreisverkehr. Ach, kacke, dass sie gerade sieht. Guck mal, das ist ein Passant hier. Nimm den Passant aufs Korn. Ja, genau. Oh, bin ich eigentlich schon mal an die zwei Passanten, bin ich schon mal mit meinem Ford GT an euch eigentlich vorbeigefahren? Ja, an mir. Ah, okay. Ich meine nicht. Oh, ich habe gerade die Mülltonnen vor irgendeinem Haus. Weil ich suche euch auch so ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber das ist die Polizei raus. Ja, du wirst mich knapp auch vorbeigefahren. Ach du einige Scheiße, was machst du? Nein, ich hier. Also ja, es war schon ziemlich sehr knapp, ja. Okay, ich glaube, dann weiß ich. Ich bin auf der Hauptstraße. Aber ich wollte nicht drauf anlegen, bist du dran. Lol, das war... Da kannst du mir danach sagen, was du denkst. Scheiß dran, ja, ich vermute ihn halt. Weil ein Fahrzeug ist richtig knapp rangefahren. Ich hab gedacht, du wärst einer. Nein! So. Will der Transit dich aus der zweiten Spur einfach ab? Was macht denn die fährt der? Also so viel Action, wie ich am Anfang hatte, also jetzt aktuell ist gerade ganz gut. Boah, also jetzt haben wir den Vorteil gegenüber den Passanten. Oh, da ist mal einer. Die Scheinwerfer achten, Leute. Bei Fien ist gerade ein Pinker. Oh, scheiße, ich hab mich festgegangen, krieg den nicht mehr. Glaube, ich hab ein paar Sanden entdeckt. Und ich bin's nicht. Ich glaub, die Racer haben sich mal wieder gegenseitig am meisten kaputt gemacht. Ja, hallo GTA. Oder einfach sich selbst zerstört, wie ich es immer hinkriege. Wobei, diesmal, ich bin eigentlich immer gegen einen der langsamen Polizisten gefahren. Ist jetzt auf Pinkes? Ja, ich hab was sechs zu. Das fand ich eben voll geil. Wo ist der Pinke? Und du mit deinem scheiß Ford GT. Pinke fällt auf die Straße. Ja, und ich wollte dich. Ich hab dich. Nimm Ray, lass mich in Ruhe, Liken. Ich bin. Ja. Lambo. Bin einfach. Das Problem ist, ich werde, glaube ich, irgendwann mit dem Sprit zu Ende sein mit dem scheiß Ford. Wobei der Ford geht, ist ein EcoBoost, ja, da müsst ihr ja eigentlich Sprit sparen. Hey, man kann doch gar keinen Sprit leer machen. Doch, natürlich, bei Simulation machst du einen Sprit leer. Ja, ich bin schon drei Stunden im Game mit leerem Tank rumgefahren. Es war am Anfang, glaube ich, nicht so. Achso, das heißt, du kannst. Okay. Sorry, Aventador. Ja, weiß ich, was du jetzt. Nein, ich wechsle wieder mit Regen an. Da hinten kommt irgendwas. England ist zum Glück noch nicht dabei, wobei England heute, das so viel kann man schon mal verraten, der englische Cop, den wir nachher noch sehen, der wird, glaube ich, mit Regen auch nicht so glücklich sein. Ich glaube, der Gegner aber auch nicht. An alle wenn jetzt ein Cadillac irgendwo beim... Ja, schieb mich an. Beim, bei Surfers Paradise beim Festival ist, ich bin schon raus. Ich fahr gerade zum Parkplatz. Ja, oder port ich einfach zurück dann. Oh, schieb mich an, ich kann mich ja gar... Ah. Wow, das geht jetzt vorbei. Das ist so schrecklich. Mein Auto. Du kannst auch aufhören. Also kurz mal an die Cops, ihr habt noch 9 Minuten jetzt. Die Supra ist beim Festival, fährt ihr auf die Richtung. Fährt Richtung Straßenbahn. Wir mähen jetzt mal. Fährt mit der Straßenbahn? Ja, Richtung fährt sie schwarz oder was? Hey, Pink. Nein, sie fährt pink. Nee, warte. Oh Mist, ich hab die Supra, weil wir alle drauf angesprochen haben. Ist der Like in einem Pink? Kriegt die Supra zu. Oh Gott. Ja, ich hab sowas wie ein Turboloch vielleicht. Ich hab keine Motorleistung, eine Pinke ein Supra. Okay, Skyline, folg mir.
die Querstraße Richtung Festival. Boah, jetzt dreht sie ein Kreis Offroad um das Festival herum. Ihr kriegt auf mich Weg. Einfach. Ihr kriegt mich einfach. Hau ab jetzt! Max, geh weg! Ich hätte eigentlich so ein grünes Design nehmen müssen, so ein bisschen Angry Birds Style. Ja, wenn schon meine Zuschauer die ganze Zeit dieses geile Pickface sehen. Nein! Zoning! Jetzt kommt die Elke drauf! Kacke, ich mach einen Tunnel gerade, einen Really. Ich rückwärts gang, Supra! Fahr zu! Komm! Ja, schieb mich an. Halt quer, ich hab. Also, ich rüber so schnell wie du bist, wirst du nicht langsam aufgeben. Also, kurz zur Regel: Verfolgungen, die noch aktiv sind, gleich bei Ablauf der Zeit, die dürfen noch zu Ende gebracht werden. Nur die nicht aktiv sind. Hallo, ich hab einen Zivilen! Ja, verfolgt den, lass mich in Ruhe. Ja. Nein! Ist das wirklich ein Ziviler? Ja, das ist ein Ziviler wegfährt. Nein, ich müsste nur stehen und Blinker anmachen. Ah, scheiße. Ja, geht nicht. Geht dann nicht. Das wäre die perfekte Tarnung. Ah, ist doch keiner. Die Zivilen fallen aber recht schnell auf, hab ich gerade eben festgestellt. Ja, weil sie Schaden haben dann. Oh, ja, nicht nur, das ist eine andere Sache noch Skyline, dabei. Skyline, hast du mich verloren? Okay. Ich sehe dich immer noch. Ja, also haben wir nur noch einen. Zwei Pinke, der Zivile und der. Oh, scheiße, nein. Habt ihr zwei Zivile oder nicht? Die Supra fährt runter Richtung. Habt ihr einen zivilen oder gar nicht? Wo fahre ich hin, Max? Richtung Süden, das weiß ich. Haben wir jetzt einen zivilen weg? Nein, ein ziviler fährt weg. Also fahren noch beide. Nein, Helker weg. Welcher ist weg? X5. Ja, dann sag das doch gleich, anstatt mich hier die ganze Zeit rumzucrashen. Weil weiß ich, ob ihr denkt, dass ich ein Ziviler bin oder nicht. Kann ich ja nicht wissen. Die Polizei schießt sich auch gegenseitig auf. Und übrigens, auch ganz normale zivile Fahrzeuge nehmen Schaden. Wenn ihr einfach in einen Dingsbums reincrasht, hat ja, aber Schaden. Im Vergleich ja. Nein. Aber die Zivilen fliegen extrem weit weg, die normalen nicht. Kein Spoiler mehr, keine Windschutzscheibe mehr, Motor ist am Arsch. Geil. Ja. Alter, wie viel hält der Fiat aus? Weiß ich auch nicht, bin auch ein bisschen überrascht. Also ich würde sagen, Fiat ist raus. Ich bin raus. Er ist raus. Der Fiat ist raus. Also ja, wir haben leider kein Foto für die. Also Fiat bitte auf dem Parkplatz. Was ist das für ein Wetter? Haben wir heute die England Edition oder haben wir heute die internationale Edition? Dann brauchen wir England gar nicht dabei haben, weil das Wetter von England haben wir schon. Oh Gott. Ja genau, wir haben das englische Polizeiwetter. Jetzt fahrt zum Parkplatz. Ich bin dabei. Aber es sieht schon geil aus, es sieht schon gerade richtig geil aus, die Lichtschirme. So, die pinke Supra wird jetzt vom Aventador. Also ich würde sagen, alle halten jetzt mal an und Friede. Wer wurde denn noch eigentlich jetzt gefangen? Oder also ein ziviler 500 wurde gefangen. Komm, Aventador, schieb mich an. Ich hab keine Angst für die. Das heißt, beide Zivis sind raus. Ja, beide Zivis raus. Und der Falcon. Okay, also ich habe die beiden Joker erledigt, aber für die normalen Das Problem ist halt, es war richtig blöd, weil sie die ganze Zeit um mich herum gefahren sind. Doch, zwei normale sind auch schon raus. Ich konnte nicht ewig stehen bleiben. Ja, ich bin halt schon raus. Der Supra, der ist auch gleich. Ja, mit dem blöden Supra, der die ganze Zeit um mich Kreise gedreht hat. Verfolg doch Higi, lass doch mich in Ruhe! Nee, du bist aber schon ganz tot. Oh mein Gott, das ist ein Nobel! Er fährt Richtung Stadt, er kommt von einem Nachbarort Richtung Stadt. Stadt ist gut, wenn wir hier eigentlich hauptsächlich in der Stadt fahren. Ich will richtig Gold. Wir fahren in der Stadt und einfach den Sieg. Mein Game ist Nähe Surfers Paradise. Nobe ist auf der Brücke. Lol. Meine Reifen sind gerade kaputt. Ich glaube, mich kickt's gleich. Ja, ich bin gerade wieder gecrashed. Schon wieder? Ach, war das der Aventador, oder? Ja. Ja. Du hast voll Glück gehabt, ne? Ach, jawohl. Den Like. Ja, Ray. So, dann schick mal direkt wieder eine Einladung fest. Ray? Ich schick dir eine Einladung. Du sagst ja relativ am Anfang, du hättest einen Zivilisten gesehen. Ja. Und da meinte ich ja, du bist an mir vorbeigefahren. Ja. Und ich war im Abarth. Okay, komm, ja, dann der Like nicht genau in dem Moment vor mich ballern. Weil ich bin ganz knapp mal an einem X5 vorbeigefahren, aber. Ach so. Ja, also kann sein, dass ich das war. Gerade. Aber
Ich weiß nicht. Also mir war es ja, also, Manu, bevor er mich genommen hat. Nee, das wäre dir aufgefallen. 52% dran gefallen. Manu, weißt du, der hat gesagt, doch, der habe ich immer noch. Wo war ich oben? Der Norbert fährt auf der Eisenbahnstrecke Richtung Süden. Oh, da komme ich dir gleich entgegen, Manu. Oh, ich hab ach, wie gesehen, schön, dass niemand sieht, wie flach mein Fahrzeug ist. Ich hab dich schon gesehen. Hier, ich mach nur die Tour. Ich join hier einfach nach und fertig. Jo, Mann. Boah, wieder nein! Ich geh jetzt Party machen. Nobel fährt durch den Tunnel. Ja. Ey, die haben noch gesagt, dass einfach Zivis ab Rad nehmen. Die sagst auch noch einen Abrad nehmen. Ja, vielleicht haben sie dann gedacht, dass wir die dann nicht nehmen und dann nein. Hab ich ihn genommen. Ist die Supra zurückgeschaltet? Wie viele Racer leben denn noch? Alle. Die Supra lebt noch? Nein. Es fehlen, zwei fehlen. Also zwei sind glaube ich raus. Und die zwei. Okay. Also die raus sind, einfach auf dem Parkplatz stehen. Ja. Das sind zwei Racer. Dabei wurde ich diesmal hart geschrottet. Ich hatte noch richtig viel Leistung. Ich würde im Felsen GT einfach nur permanent im Arbeiten. Ja, wieso crasht hier jetzt gerade alles ab? Legst jetzt auch gerade darauf an, noch rausgekickt zu werden. Ich will jetzt mal überleben. Ich habe die letzten Male nie überlebt. Achso, Polizist, okay. Ist schon gewundert. Auch irgendwie traurig. Die Stimmung ist gerade mega. Boah, der Hellcat im Tunnel ist halt noch nice. Einfach gerade Berlin-Wetter. Also, wenn so schönes Wetter in Berlin ist, klar. Ist na, bei uns Berlin ist gerade durch. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ich habe mein komplettes Auto bisher eigentlich komplett alleine kaputt gemacht. Ja. Das fällt mir nicht so gut im Wasser. Mich verfolgt der Leiche. Ja, habe ich mir keinen Schaden gemacht. Der Lamborghini. Der Hellcat. Erstmal Driftpunkte sammeln. Und wie viele Minuten sind rum? Zwei habt ihr noch. Ja, ein bisschen weniger. Zwei muss ich noch schaffen. Wir müssen Ray finden. Ja, sucht mal Ray. Ach, nicht schon wieder ist der an mir vorbeigefahren. Der muss es an mir vorbeigefahren. Das war glaube ich. Ich konnte aber nicht reagieren. Ich hab zu spät. Die Karre ist halt zu flach. Ja, sei ja, das ist voll geil. Kennt man keine Schweiner, kennt einen. Wer lädt mich denn nochmal schnell ein? Wer ist denn raus? Ascotura, schon wieder. Ach, boah. Da merkt man die Verzweiflung, Alter, der Polizei an. Hast du auch einen Namen, den man sich einfacher merken kann? Die internationale geht doch. Polizei. Ja, geht doch. Schlimm. Besser ist schon. Ich bin mal gespannt, ob die europäische Polizei besser zusammenarbeitet. Bist du schon drin? Oder? Nee. Nee. Das ist der Sprachverständnis. Wieso joinst du mich einfach nach? Ich hab dich nicht gehört, das bist du. Zwischen den arabischen Ländern und Japan. Englischsprachig ist schwierig, meinst du? Prüferfordel, du bist im. Außerdem kann ich ohne Einladung gar nicht beitreten. Okay, gut. Ja. Sicher? Die letzten 30 Sekunden. Okay, von Herrn. Okay. Manu, das haben wir sicher. Hier hast du eine Einladung zum Spiel, zur Party. Party nehme ich an. So, jetzt. Boah, meine macht nicht mehr hüpft die ganze Zeit vor. Ja, meine auch. Mal gleich nochmal kurz auf Toilette. Mach gleich einen. Irgendwie lustig, ich habe den Ford GT heute noch gar nicht gesehen. Du hast mich jetzt dreimal gesehen. Hast du mich jetzt halt wirklich getroffen? Ich habe ihn schon viermal gesehen und zweimal getroffen. Ja. Ich muss mich zum Spiel einladen. 5, 4, 3, 2, 1. Juhu, Freiheit! Oh. Gewonnen. Okay, gut, ich bin Kopf auf Toilette, ne? Ja, Mann! Ich bin Kopf auf Toilette. Gewonnen! Ey, so, das wäre gewesen, der Nobel. Und die Supra, und da wäre es weitergekommen. Vor allem eine Sekunde nach dem Countdown crash ich in die Supra voll frontal rein. Tja. Der kam jetzt halt zu schnell, der Countdown. Ja gut, also wie viel habt ihr jetzt gehabt? Die beiden Passanten habt ihr gekriegt? Und zwei ja. Racer. Nur mal so, Supra. Also vier. Vier wie von bei deinem insgesamt Schaden sieben. Aus jetzt? Und wie ist es hin, nur zwei? Ach, warte mal. Ja, was soll ich sagen? Motor 80%. Ja. Ja. Oh, Manu. Fucking Standard. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen wieder einen kurzen Cut, dann wechseln wir mal auf die europäischen Cops. Ich werde dann auch in einem dieser Fahrzeuge sitzen und dann gucken wir mal, ob ich in den Rage-Mode verfalle oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich!
So, wir kommen zurück und wir haben jetzt, wie schon gesagt, auf die europäische Polizei gewechselt. Wir haben einmal mit dabei eine E-Klasse. Ja, ich weiß, es ist ein AMG, aber ja, wir haben leider keine normale E-Klasse. Deswegen mussten wir jetzt ein bisschen eine stärkere Variante auspacken. Ja, für Deutschland natürlich schon hier mit dem neuen, mit diesen neongelben Anbringungsdesigns und so. Ja, dann die österreichische Polizei, die hat ja erst vor kurzem einen neuen Carrera bekommen. Leider haben wir auch keinen Carrera, deswegen haben wir jetzt halt einen Turbo S. Also auch hier haben wir ein bisschen aufgepumpt. Putscht. Keine Sorge, die Racer kriegen aber auch eine etwas bessere Variante zur Verfügung. Dann natürlich für Italia, ja, den Huracan. Ja, den haben sie auch am Start. Dann, ja, die Engländer, die haben was ganz Besonderes. Die haben den Ariel Atom im Einsatz und den haben sie wirklich im Einsatz. Ja, das finde ich richtig cool. Und deswegen auf so einen Exot wollten wir nicht verzichten. Deswegen haben wir den wieder bei. Oh, und für Schweden haben wir die Police. Und zwar natürlich ein Volvo und ja, das Gegenstück ist natürlich perfekt, ja, da haben wir einfach gerade die, ja, die normale Limo-Variante genommen und im Vergleich Kombi zu Limo und ja, dann haben wir als Gegenstück zum Atom und den Radical, als Gegenstück zum Huracan, ja, haben wir natürlich einen anderen heißen Italiener, nämlich den 488 GTB, für den Turbo S haben wir den R8 und für die E-Klasse haben wir den M5 am Start. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Und ich würde sagen, ihr habt wieder eine Minute Zeit abzuhauen. Natürlich auch wieder zwei Passanten unterwegs. Und jetzt crasht euch gleich am Start ab. Komm, macht euch kaputt. Ja. Ich bin übrigens mit der E-Klasse unterwegs. Ich vertrete heute Deutschland. Sehr cool. Und ja, der Engländer kann es noch gar nicht abwarten hier. So, ja, wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir machen das mal ein bisschen taktischer, so wie wir das letzte Mal auch immer gemacht haben. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Wir machen nämlich wieder Zweierteams. Ich würde sagen, der Turbo und der Huracan fahren zusammen. Sie sind ungefähr ähnlich stark, die können zusammen rumfahren. England, Deutschland. Ich würde sagen, der Volvo und die E-Klasse, also meine eins, wir fahren auch zusammen. Und der Atom ist quasi ein bisschen vogelfrei. Der kann die entsprechend die beiden Teams unterstützen, weil ich glaube, der Atom kann sowohl mit dem Turbo mithalten, als auch mit den langsameren, dickeren Brocken. Und deswegen machen wir es so. Wart mal noch, wir fahren noch nicht. Die Minute ist noch nicht vorbei. Nur kurz eine Zwischenfrage. Wer fährt den Turbo? Kearney, Aaron. Okay, gut. Okay. Wer fährt den Volvo? Eragos. Okay, also Eragos und ich sind dann hier gleich das Stream-Team. Wir schnelleren entdecken. Also so einen richtig krassen Sportwagen. Da sagen wir das euch, ja, weil wir brauchen die nicht versuchen zu verfolgen. So, ja. Wir legen los im Übrigen jetzt. Okay. Also sagt ihr dann. Ja, genau. Du kannst jetzt einfach mal auf eigene Faust erstmal fahren. Wir sagen ja schon, ja, fahr nur den Volvo vor, weil du bist, glaube ich, ein bisschen langsamer. Wer fährt den Huracan? Ich. Also Vigi. Okay, oh. Gut. Gut. Bidu. Wiu. Ja, ich bin doch so ein Idiot. Hier spricht die deutsche Polizei! ich hab mir schon den Schein gesagt. Ja, mal sehr sympathisch. Lass mich rechts fahren, oder? Ja, was ist das? Und dann verfahren weiter. Ich hab. Wollen wir uns hier splitten? Nee, fahren wir weiter zusammen. Okay. Was mir gerade beim 488 auffällt, bei dem fahren im Diffuser die Flaps aus und beim Speziale nicht, obwohl der da auch welche hat. Was macht der Transit? So, ich muss mal meine Ding-Funktion hier ein bisschen ausnutze. Ich crash gerade einfach jeden Passanten ab, wenn ich... Ja, hier irgendwie. Ah, Mann. Ich hab doch keinen Kopf gesehen, hab aber schon die Scheinwerfer und die Motorhaube beschrotten. Mir geht's nicht anders. Ich merke gerade, gibt es eigentlich einen guten Trick, wenn man den Passanten gegenfährt, dann blenden sie auf. Das machen die normalerweise nicht. Moment. Und bei den normalen Passanten, die fliegen extrem weit weg. Das machen die normalen ja nicht. Ja, der parkt da. Oh Mann. Und dann kommen wir hier. Wir dürfen sowieso nicht, ist eh von der Regel her verboten. So. Dann fahren wir direkt hier wieder rechts. Dann gucken wir mal, ob da unten was los ist. So, ich hab den Volvo, ich hab den Volvo. Oh, natürlich. Umdrehen und dann die erste links. Ich hab einen M5 gefunden. Ich hab einen Radical. Ja, dann verfolgst du mal. Irgendwie, ich hab dich nicht verloren. Ich verfolge da. Mein Spiel also, ist abgestürzt. M5 ist in der Driftzone. R8 fährt vom Dorf in die nördliche Richtung. Okay. Dann Richtung Brücke zu. Oh Mann. Fan von Huber. Mein Spiel ist abgestürzt. Alter, was soll ich los? Nein, die scheiß Straßenbahn. Ja, pass. Handsome Huber hat Alter, hat die Reise. Boah, Alter. Bin schon wieder auf dem Weg, hörst du durch.
Ich so klar, glaub, dass der da ist. Ich glaube, M5 ist raus, okay. Gott, der ich Ferrari. Ich will nur nicht. Was, der mit dem größten Gangsterwagen hier. Iggy, wie viel Grip hast du? Wieso kannst du mich seitlich so schießen? Ich seitlich rumglitscht. Du hast mich gerade geschoben. So, der Ferrari. Mich? Der Ferrari kann sich nicht mehr bewegen. Na, nein, sehr ich bin fertig geschoben. Wieso fällst du bei mir auf dem Boden? Ich glaube, Radical können wir nicht so lange jagen, aber der Dude fliegt schon da. Ich bin nur nicht der Erste. Ich hab einfach. Bin ich zufrieden. Der einer ist schon raus. Super. Der schwächste Wagen. Radical ist im Dorf auf jeden Fall schon mal. Ich hab einfach Schaden, weil kann sich der Atom auf jeden Fall auch schon mal in die Richtung orientieren. Ja, ich bin schon beim Turm. Ist jetzt in der Driftzone. Fährt er jetzt auch gleich raus. Max, kann ich dich zum Parkplatz bringen? Versuch einfach mal zu spotten. Ich bin schon längst am Park. Wieder galant. Ich bin auf dem Weg. Okay, der Parkplatz hat sich erledigt. Hä? Super. Wird der Spiegel crashen? Keine Ahnung, jetzt ist glaube ich, Richtung Kreisverkehr Murmel. Das wird noch jemand. Oh, sorry. Also, ich hab. Gleich die Sitzung leer, Mann. Ich hab den Ferrari. Ich bin rausgefahren, Scheiße. Ich hab den Ferrari nur durch den Bug gerade eigentlich gekriegt. Wir sind mal zu weit. Manu, bist du noch drin? Ja. Manu, kannst du. Hier sind wir falsch zurück. Ja. Sorry. Manu, kann sein, dass wir beide rumgeglitscht sind. Ja, wir haben uns gegenseitig geschoben. Ich frag mich, wieso du mich so ganz quer über meinem Anschluss. Ja, du hast mich aber genauso geschoben. Das war gerade der Volvo Ray. Oh, geil. Wo? Wo schon? Umdrehen, einfach umdrehen. Es lebt in der Forza-Synchro. Er ist weg. Wo ist er? Also, weg. Ich wäre jetzt bei der Tür, aber senkt wieder Korn. Ja, schade. Ja, das finde ich super. Er blinkt. Ah, nein. Mal nochmal weiter. Ah, Rohr kann. Ich hab's jetzt gefunden. Sehr schön. GG. Wer muss man denn einladen? Ich kann aber nachjoinen. Ich kann schon nachjoinen. Aber ich versuche erstmal, ob ich nachjoinen kann. Okay. Wenn's nicht geht, sag ich Bescheid. Also, Max, join mir nach. Ich bin schon raus. Ja, Max. Leute, das Wetter bei euch auch so komisch. Bei mir fängt es gerade an zu nebeln. Ich dachte, mein Bildschirm ist am Buggen. Vor allem an der dümmsten Stelle stürzt es einfach ab. Wo nichts passiert. Du hättest nicht eine Minute crashen können. Fahr du weiter hier runter, ich fahr hier links. Wir sind direkt was hast du eigentlich bei dem Volvo? Hast du Frontantrieb oder was? Ich hab Allrad. Ja gut, dann ist ja gut. Dann können wir ja beide relativ schnell. Ja, aber mal untersteuern ohne Ende. Ach, hier ist auch das Spiel, okay. Boah, ich sehe gerade Go-Korn. Das war knapp. Eigentlich bin ich der größere Verkehrsrau, die ich. Alpha-Band ist aber echt lustig irgendwie. Du musst einfach nur schauen, ob du den Fahrer in der Frontscheibe sehen kannst. Und ob der vorne ein Nummernschild hat. Stimmt, das ist auch eine gute Erkenntnis. Ja, aber manche Autos haben ja so oder so vorne kein Nummernschild. Ja, aber von den Passanten. Die haben eigentlich alle. Ja, also ich hab glaube auch vorne noch groß keinen. Ja. Oh. Wer ist noch online? Sorry. Also hab ich jetzt einen Volvo drin. Okay, der M5 drin. Der M5 hier hat auch keinen. Ich glaube, der M5 ist drin. Passant! Ja. Du, halt an, du Drecksack! Wohin? Wo ist denn? Verstärkung? Also Volvo, komm her. Hey, auf der Straßenlinie. Komm schon. Ja, Warte. Also. Der fährt durch den Tunnel. Der Radical. Okay. Ich hab ihn. Okay. Ja, Atom, geh mal Richtung. Er fährt jetzt Richtung oberer Kreisverkehr. Den kriegen wir schon hin, den Volvo nicht, glaube ich. Irgendwann kriegen wir ihn. Schnell, aber auch kann er nicht. Weil der wenige Verstärkung schon mir. Ich kann nicht abhauen. Achtung, jetzt kann ich. Das hatte ich bereits schon gemacht. Ich glaube, ich bin gerade an einem von unseren Zivis vorbeigefahren. Der Radical fährt wieder Richtung Tunnel. Weil der war so halb unsichtbar. War nicht so. Das gibt's doch nicht.
Wo ist denn der Radical? Jetzt, also wir fahren gerade wieder Richtung großen Kreisverkehr. Ja, der Adam wir fahren zum Radical. Also Adam, fahr mal Richtung Radical, hilf mal den Radical zu schnappen. Wir kommen jetzt wieder Richtung Tunnel, wobei nein, der fährt immer noch zum Kreisverkehr. Wir sind jetzt beim Kreisverkehr oben. Zum südlichen oder zum großen? Ich bin Zivilist. Beim großen, bei der Autobahn. Okay, sehr schön. Ich bin auch fast da. Sag mal, wenn der in den Tunnel so oder so. Scheiße. Warte. Nein! Dieser Drecks X5, ey! Ah! Nein! Allrad Power! Wo ist denn der Radical? Sagst du ja, der fährt jetzt. Wieso ist hier kein Kreisverkehr? Also der fährt vom Kreisverkehr vom großen Richtung Parkplatz. Okay. Die Straße. Okay, dann weil wo der ist, dann scheiße. Fünf geht mir auf den Sack. Endlich wird das Wetter mal besser. Bidu. Ja, du hättest eben bei Nebeln mal durch den Tunnel fahren müssen. Du siehst ja, ist außer die Heckleuchten. Also wir kommen jetzt gleich am Parkplatz vorbei, der Radical. Hast du überhaupt Schaden? So. Ja! Weg hier! Ja, hab ich. Alter, hab das schwer, Mann. Jetzt sagen wir schon, weil sie beim Parkplatz. Okay, jetzt fährt der... Wo fährt der denn jetzt hin? Boah, ich komm hier rein, der Stoß. Wie viel Zeit nicht hier? Nicht so dermaßen gut, das ist das Problem. Egal. Wie viel Zeit ist noch? Klasse. Hälfte ungefähr. Okay. Wo ist das der Radical? Der Radical ist gerade gleich wieder... M5, ich glaube, ich habe einen M5 gesehen. Oder ein Volvo war das. Der ist jetzt bei der Straßenbahn. Volvo ist, der M5 ist eh schon nördlich. Raus. Ja, dann war es der Volvo, der ist bei der zweiten Brücke. Genau, das der, die wo ungefähr bei der Straßenbahn in der Nähe ist. Da war er gerade. Ja, wir sind immer noch mit dem X5 hier. Das gibt's doch nicht, die Kiste muss doch bald hin sein. Nee, die geht ja, nicht viel, kaputt. Viel geht auch nicht mehr, glaube ich. Wir müssen die nur festsetzen lang genug. Okay, ich brauche mal wieder ab bis zum Radical. Als ich den X5 hatte, ich wurde so oft gecrashed, ich hatte gerade mal 11% Motorschaden. Das war den Radical. Absolut weißt egal. Du, der Radical wird offroad. Ja, ist es schon. Ich hab nichts mehr. Geben Sie jetzt auf, wie verdammter Hund! Boah, kriegt der Radical überhaupt Schaden? Ja! Das ist der scheiß Mittelmotor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du bist raus. Komm, jetzt. Das war lang genug. Wir müssen den irgendwie... Derzeit ja. Drei Headshots gegeben, Mann. Hallo, was für ein Parkplatz doch. So, ey, aber ich hab mich schon gut getarnt, oder? Weiß noch jemand, wo der Race. Volvo ist? Ist der Radical schon down? Ja, die haben mir dann auf einmal ins Gehen gekommen und dann hab ich nicht schön drehen können und dann ist er mir weg gewesen. Sag mal so, ich weiß, wo der Volvo ist. Hat jemand gerade eine Verfolgung am Lauf? Der Radical ist, glaube ich, richtig am Arsch. Weißt du, wo ist der Parkplatz, kurz. Alter? Und trotzdem fährt er noch. Fallen wir uns jetzt mal. Scheiße! Also, jetzt ist er raus. Das war aber gerade ganz schön peinlich von dem Atom. Okay, der Radical ist raus. Wie sieht es eigentlich gerade mit dem zweiten Passant aus? Hat ihn jemand schon entdeckt? Ich begehe dann mal. Ich schaue nur noch den. Wo ist der Parkplatz? Da wird im Norden der Stadt. Ja. Dom. Wer fehlt jetzt noch? Der zweite Passant fehlt noch. Drei Racer müssen noch fehlen, oder zwei. Ihr findet mich eh nicht. Der Ferrari ist auch noch am Start, oder wie? Der Ferrari ist raus. Radical ist raus. Der R8 wird noch da sein, oder? Ja, ich bin auch da. Okay. Ja, dann lass mal rüber. Ja, fahr mal du vor. Ja. Wo ist jetzt der blaue X5, wenn der hier stand? Parkplatz. Das kann schon schnell. Ach, da hinten. Ach, du Meisterleistung. Also, ich guck mal, das sind auf einmal da weg. Ja, so, mal gucken. Und der Porsche. Also, drei Leute sind noch am Start, ne? Warte mal, also, außer Ray hab ich noch keinen Kopf lang gesehen. Wir sind ja relativ noch dran. Mich hat auch noch keiner gesehen, die sind direkt neben mir gefahren, aber. Ey, X5. Ja, bei dir ist es ja was anderes, aber ich fahre den R8. Doch, ne, R8 habe ich gesehen, mal kurz, aber ja, ich habe ja was hab anderes. Ich gesehen davon. Einmal, aber noch keinen anderen Kopf. Vororte, die kleinen Nebenstraßen. Ja, da sind wir gerade unterwegs. Ein bisschen. Danke, Alex. Danke. Du hast mir gerade verraten, wo ich nicht mehr hinfahre. Ja, das ja, ist halt, oder wenn man vielleicht ist das hier ein Trick. Ey, Alex, lass dich bitte wieder in meine Lücke. Ich glaube, ich habe hier jemanden. Ah, verdammt, der hat mich entdeckt. Wo? Den Zivilisten, oder was? Ja. Den X5. Was ist das unserer? Ich hab zwei X5s, Leute. Ja. Wow. Crash eigentlich auch nur meine eigenen Leute. Ja. Ich dachte, Manu, du lässt jetzt dann ab. So, ach nö, der macht eh nichts. Ja, bei der nächsten.
das kann ich schon mal ankündigen für die Zuschauer. In der nächsten normalen Cops vs. Racer, also wenn wir mit dem Crown Victoria wieder unterwegs sind, wird es eine kleine Regeländerung geben. Die wollte ich jetzt aber hier noch nicht einführen. Die betrifft den Schaden für Cops. Ja, da habe ich mir nämlich was überlegt. Mittig dran oder wie? So. Der X5 ist bei mir gerade voll an der Kante hängen geblieben. So, also den zweiten Passanten verfolgt ihr gerade. Der ist, glaube ich, schon so. Ich bin gerade nirgends hängen geblieben. Ja, okay. Ich glaube, ich sehe den Volvo. Hier, ich weiß nicht, was das Auto ist, ein Maserati, glaube ich. Na, scheiße. In der Innenstadt. Ja, das. Ah, nee, ist ein Volvo, Entschuldigung. Danke für den Anschub. Ich glaube, ich komme. Ich warte gerade auf der Brücke. Der Volvo fährt gerade in Richtung Innenstadt wieder. Wie viel von uns leben eigentlich noch? Ich bin hinter dir. Ich lebe noch. Ah, okay. Der Volvo ist schwarz, ne? Ja, ich weiß, ist ein schwarzer. Vielleicht ändere ich gleich meine Farbe. Schwarz ist ein langes Ding. Oh, nein. Der andere Volvo ist nämlich hier ganz heiß. Er will nämlich seinen schwedischen Kumpan weg. Okay, Manu, schieb mich an. Wir fahren jetzt ganz in den Norden. Ne, wir biegen doch ab. Wir sind gleich beim Parkplatz. Okay, dann kehren wir mal um. Also, und die eine Straße unter der Parkplatzstraße. Ja, wir versuchen jetzt mal auch zu kommen. Ja, und der andere Passant ist ein bisschen deckt worden, oder was? Der steht schon auf dem Parkplatz. Ah, okay, jetzt beide Passanten. Ist der raus. X5 fährt der noch? Noch fährt er? Nein. Ja, aber der ist schon raus, Mann. Dann fahr mal jetzt. Dann fahr mal. Er ist tot. Okay, gut, der zweite. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Parkplatz hoch. Kann das sein, dass es irgendein Update bei Forza gab? Aus sieht der Lackschuss besser aus. Also, ich hab den X5, also ich hab meinen X5 jetzt. Du hast jetzt einen pinken X5 gehabt. Nee. Also nochmal zum Verständnis, weil irgendwie redet einer am anderen. Ja. Also beide Passanten raus, korrekt. Ja. Ja. Okay. Pinker X5, das konnte ich dann doch nicht bringen. Das ist mir jetzt auffällig. Okay, das heißt, es ist jetzt noch der R8 und der Volvo am Start und alles sonst raus. Hey! Ich bin ziemlich. Ja, bin weitergekommen, als ich es erwartet habe. Ich bin auch deutlich weitergekommen, als ich es erwartet hatte. Ja, aber ich habe den schwächsten Wagen. Wir sind jetzt am Festival. Wir sind jetzt am Festival. Ja, ich bin hinter euch, aber ich kann halt nicht zum Start geben, weil... Ja, ich stehe schon voll drauf. Ja. Boah, der hat aber gesessen, Junge! Ja, okay, ich bin tot. Den gleichen Lauf schon. Wie lange haben wir denn noch? Da haben die kommt, durchgehen. Ich bin nicht der Letzte. Vier korrupte Polizisten, wie lange haben wir noch? Wir haben jetzt noch 5 Minuten für den R8, also... Streckt eure Fühlerchen aus, mein. Okay, warte mal, dann fahr ich nicht. Sollen vielleicht der Mercedes und der Volvo zusammenbleiben und die schnellen Fahrzeuge alle auseinander, weil dann sind wir größtlich. Ja, genau, abdecken. Genau. Weil ich wir zwei bleiben. Panzerduo bleibt zusammen. Ja. Jawohl. Ihr seid wie die Rhinos von Need for Speed Most Wanted. Ja. So ungefähr, ja. Wir haben schon direkt ein paar ausgenockt. Also ich glaube, wir haben die größte Ausschaltquote. Ray, mich kriegt ihr nicht so einfach ausgenockt, weil ich muss ehrlich sagen, hast du noch nicht mit der E-Klasse mit dem Panzer wohl der Turbo hat ja sehr lange an mir gesessen. Und der hat ja nicht umsonst ein Kombi gewählt. Da hinten ist nämlich ein Stand-MG montiert. Ja. Das fährt dann raus und macht es kaputt. Aus Ghost Recon Wildlands. Ja, genau. Haben wir geklaut aus Ghost Recon. Ja. So, also dran denken, R8 hat so einen schwarzen, matten Lack. Also schwarzes, fettes, flaches Biest. Sollte man eigentlich... Biest stimmt in etwa, ja. Ja. Guckt auch, das ist jemand von euch drüben so. Weiter Platz! Ja, ich. Oh Gott, sind der Volvo und der Mercedes sind die süß. Oh, wo sind die? Ja. Die 8. Die sind nicht süß, die sind auf der Lauer. Ja, von der Drohne sind sie putzig aus. Oh, der fährt den ja auch schon. Sind auf der Pirsch? Nee, 8 habe ich noch nicht einmal gesehen. Ich schätze mal. Gott, ich leck wieder so rum hier auf dem Parkplatz. Ich hab vorhin irgendwann mal den Huracan gesehen, da war der am X5 dran. Ja, den X5, den habe ich ja. Ja. Da war der da dran, da bin ich an dem vorbei und er hat's nicht gemerkt. Bin vielleicht 2 mm an dem vorbei. Ja, Manu, du hättest vielleicht den verfolgen können und nicht mich. Ja, mit zwei die gleiche Richtung ausweichen. Ja, das ist immer. Ich kenn's als von Counter-Strike-Zeiten, als so, da haben wir immer gesagt, immer rechts vorbei. Dann war das klar, dass man, weil gerade am Start, wenn man spawnt, dann läuft man sich ja gern mal den Weg bei CS und da haben wir als bei mir im alten Clan haben wir immer gesagt, einfach immer rechts, dann passiert das nicht.
Ja, das ist ja blöd. Wo ist denn der? Ach, das gibt's doch nicht. So eine 8. Living Blade. Ich hab ihn. Aber ich sag's. Wo? Oh. gleich mal Serverbann hier gleich aussprechen. Lebenslang. Ja. Bestimmt fährt er irgendwo rum, wo er nicht darf. Ja, wahrscheinlich. Also ich, ja, der ist im Outback. Weißt du, ich bin gerade auf dem Highway in Richtung Sterne. Nee, der chillt gerade in Byron Bay. Hier ist doch Stadt. Aber wenn wir schon aufgeschieden sind, dürfen wir doch auf die Karte gucken, einfach wenn wir nichts sagen. Ja, ihr dürft nur nichts verraten halt. Ja. Ich hab ihn, der fährt gerade zum Festival. Okay. Komm, dieser Name wieder beim R8-Fahrer. Der fährt jetzt also Richtung Straßenbahn. Ist hier in Byron Bay. Der ist beim Festival bei der Brücke. Ich bin hinter ihm. Ich hauch mich ran. Und wenn das ein Schweizer sagt, ist gar kein Schweizer, Bayer. Ich verwechsel's immer noch mal. Wo stellt's hin? Rechts, links, geradeaus? Jetzt geht er rechts, richtig. Aber vielleicht hat er ja ein paar Konten in Tower vorbei. Irgendwann müssen wir mal noch eine Großstadtrevier machen, dann dürfen wir nur Hamburger und so reinnehmen oder so. Darf ich aber selber auch nicht mitmachen. Fährt der auch jetzt gerade die Straßenbahn runter oder nach oben? Nein, der fährt nicht die Straßenbahn, der fährt neben der Straßenbahn die große. Drift. Ist beim Kreisverkehr, beim kleinen. In welche Richtung fährt er da? Das ist richtig filmreich. Richtung Straßenbahn. Ja, ich habe ihn gesehen, er fährt die Straßenbahn Richtung Norden. Ja, ich sehe ihn! Das schaffst du! Jetzt hab, Renegade! Sieht irgendwie jetzt lustig aus. Die Power der E-Klasse! Volvo an E-Klasse, wo bist du? Hallo Porsche! Hallo! Er fährt jetzt rechts abgebogen. Oh, der Volvo am Baum. Fuck! Ich fahr jetzt beim Festival rechts auf die Brücke, euch unten zu zerstören des Todes. Das war jetzt links-rechts? Ja, das ist ein neuer rechts-links. Ja, Entschuldigung. Das andere rechts. Das andere rechts, genau. Das ist Ende der Straße. Straßenbahn. Von über 5000. Over 9000. So gefunden. Fährt er nach links oder nach... Er fährt geradeaus. Okay. Also er fährt geradeaus weiter hoch zum Parkplatz. Komm schon! Nein! Er hängt an der Kante. Komm, Ariel. Fährt weiter Richtung Parkplatz. Oh, scheiß Auto. Lass dich nicht erwischen. Ja, du musst überleben. Komm, Renegade! Ich hab ihn leicht am Heck erwischt. Jetzt sind sie alle an dir dran, Audi. Ja, warum? Entschuldigung. Oh Gott. Ja! Schön! Da kommt da richtig predicted. Also weg mit dem Dreck. Also das Alter, wie der Pulver wegkickt, Alter, was geht da? Wie lange noch, Ray? So, AMG, zeig. Ja, ist egal, wir verfolgen ihn. Zeit ist jetzt um, aber solange wir ihn verfolgen und er nicht entkommen kann, dürfen wir ihn jagen. Okay. Auf der Karte sah es gerade aus wie Rugby. Ja. Ist so. Und da ist die Power der E-Klasse, guck ich auf, voll! Rugby! Kleine R8 hier! Nein! Nein! Ich glaube, Ray hat Abfahrt genommen. Damit hat es geendet. Egal, nee, der Ruhekan ist ja noch dran. Mach's mal ein bisschen langsamer, der kommt mit der Drohne hinterher. Ja. Wo ist er denn? Zum Glück hast du den dran. Fahr zu! Fahr, Renegade! Fahr! Ja, das geht nicht. Lass dich von dem gesinnt. Der hat jetzt voll einfach da noch links reingefahren. Gerade. Der hat sich selbst gekillt. Lenkung 100%, Motor 64%. Danke. Egal, das geht. Getriebe 100%. Das geht. Stell dir vor, der ist alten Volvo. 100%. Das sieht so lustig aus, wenn es so rumleckt noch ein bisschen dabei. Nee, bin ich auch gestorben. Hilfe, was passiert hier? Was passiert hier? Nein. Jetzt, fahr! Der Quattro ist ja abnormal. Das ist jetzt der typische Need for Speed Verfolgung. Einigen wir uns, der Quattro ist der neue Volvo. Rückwärtsgang. Das neue Tesla. Jetzt kommt der Vorfahrer, nein! Wo ist er hin? Ich
ist auch rechts! Fahr in den Park! Oh mein Gott! Park, ich bin noch dran! Also Donuts die ganze Zeit. Fahr noch weiter rechts! Ins Wasser, wenn es sein muss! Ja, ich steh voll auf dem Raum, hab's nicht erledigt! Komm, schnell hinter ihm! You are arrested! Bam! So, alle vernichtet! Geiles Team! Glückwunsch! Also ich sehe nur einen einzigen Punkt. Oh Gott. Ich kann mich beantworten. Oh mein Gott. Nice. Ja, Leute, dann soll's das gewesen sein mit der internationalen Edition. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mal wieder Bock auf sowas habt, wir können gerne auch mal sowas nochmal wiederholen. Ich meine, viele Nationen haben auch noch andere coole Fahrzeuge am Start. Und ja, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Ich bedanke mich für alle, die heute dabei waren. War eine echt lustige Truppe. Hat echt Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Hallo meine Lieben.